So, dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Aufgabe, die ihr da als Frage gestellt hattet, nämlich, das ist ja so eine typische Konstruktionsaufgabe auch, ne? Ein Rechteck mit einem bestimmten Flächeninhalt, zu einem Rechteck mit einem bestimmten Flächeninhalt ein Quadrat konstruieren. So, und jetzt machen wir mal, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Anwendungsbeispiel, also wir müssen jetzt nicht unbedingt diese Zahlen nehmen, die da drin stehen, ne? Wir können uns auch andere Zahlen ausdenken oder einfach nur sozusagen das Prinzip mal überlegen. Also, ihr habt ein Rechteck gegeben. Mit den Seitenlängen A und B. Und die Aufgabe ist, ein Quadrat zu konstruieren, das den gleichen Flächeninhalt hat. Wie geht man da vor? Ja? Ja, der Flächeninhalt vom Rechteck ist A mal B. Ja, vielleicht nehmen wir einen anderen Buchstaben. X Quadrat, okay. Der Flächeninhalt vom Quadrat ist x Quadrat. Und was soll gelten, wenn wir das so konstruieren sollen? X Quadrat gleich a mal b. Also brauchen wir, wenn wir es konstruieren wollen, was brauchen wir für eine Strecke? Ja, a und b haben wir gegeben, genau. Was suchen wir für eine Strecke? X. Und x ist gleich? Wurzel aus a mal b. Also, letzten Endes ist diese Aufgabe nichts anderes, als eine Wurzel zu einer natürlichen Zahl zu konstruieren. Also eine Strecke mit der Länge. Ne? Gut, wir haben a und b gegeben. Wie würde man das konstruieren? Also ich zeichne nochmal a hin. Ja, das ist a. Was würde man machen? Wir brauchen die Wurzel von a mal b. Denkt mal nach, wir hatten verschiedene Wege gehabt, eine Wurzel zu konstruieren. Wir hatten die Schnecke des Pythagoras. Das kann man natürlich machen, wenn jetzt hier steht Wurzel aus 45. Ja, dann fängt man an, Wurzel 2, Wurzel 3, Wurzel 4, Wurzel 5 und so weiter bis Wurzel 45 ist man ewig beschäftigt. Oder wir können die Wurzel auch anders konstruieren, ja? Mit dem Höhensatz. Was benötigen wir beim Höhensatz? Dann hängen wir b noch hinten dran. Dann haben wir nämlich die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks a plus b. Und was müssen wir jetzt machen? Wo? Also hier eine Senkrechte. Okay, die können wir ja mal hier durchkonstruieren. Mhm. Wir brauchen die Mittelsenkrechte noch von a und b. Mittelsenkrechte von A, das meintest du, oder? Also die Mittelsenkrechte der Gesamtstrecke. So, Groß A, Groß B. Die Mittelsenkrechte der Strecke AB. Hier vielleicht. So, okay. Dann kann man ja dann einen Halbkreis. Dann ziehe ich hier einen Halbkreis drumherum, genau. Das versuche ich jetzt mal auch aus dem Ellenbogen hier. Ha! Mist. Aber fast. Ja, ist egal. Okay. Mhm. Ja, also was, wir haben jetzt, hier haben wir den rechten Winkel, ne? Also ich kann das ja nochmal hier skizzieren. Eigentlich braucht man das gar nicht mehr, ne? Aber jetzt haben wir hier, um es gleich zu machen, jetzt haben wir hier den rechten Winkel. Das heißt, diese Strecke ist jetzt wie lang? Das ist die Wurzel aus a mal b, genau. So, und wenn wir jetzt noch das Quadrat konstruieren wollen, müssen wir halt an diese Strecke dran ein Quadrat konstruieren. Also, ne?
macht man halt, verlängert man, zieht die Mittelsenkrechte und dann macht man hier wieder die Senkrechte da drauf mit der Länge Wurzel a mal b. Kann man ja alles mit dem Zirkel schön machen, ne? So.